Damit geht's zur fünften. Ich glaube, letzten Runde, aber ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob es 5 oder 6 Rennen sind. Super Geländereifen werden mal montiert. Dazu noch ein Flügel, braucht es nicht. Ein Spoiler. Einen schrägen Propeller und Schieß. Schieß sind sehr wichtig. So, Rennen. Und zwar auf der Schneestrecke. Leider stehen die Namen der Strecken nicht mehr an. Das ist schade. Der Pöschel ist auch mit einer alternativen Strategie, und zwar auch mit Cheese unterwegs, alle anderen mit dem Schwimmen. Ein super Start, ganz knapp an allen vorbeigekommen. Jeez, kann ich eine noch höhere Endgeschwindigkeit erreichen. Und da war es nämlich mit dem Propeller relativ schnell. Und hier hat auch schon der Lastwagen Punkte gemacht. Ich sag. So, der Vorsprung ist auch schon ziemlich gewaltig. Etwas 15 Sekunden über eine Runde Vorsprung gemacht. Gar nicht mal so schlecht. So, der Schrägenpropeller ist echt ganz gut. Wobei am Lastwagen von beiden Sports 800 oder 600. Keine Ahnung. Komm wieder die Schneemänner! Ich bin schneller als die Schneemänner. Cherokee. Rauchen dafür einmal nicht ein Jam. Ich bin trotzdem schneller unter Wasser. Der Alpine, der Survival King. Also der Hammer. Und verdammt nochmal der Flow Spear Team. Der Jaguar XJ9. XJR9. Ist schon am Rauchen. Und ich fahre einfach mal durch. Von der Rundenseite gibt es kaum Unterschiede. Der Falkenhausen. Das dürfte der Pöschel sein. Der SP-Card Gold. Dann haben wir wieder Blaster. Den Sport. Früher habe ich ihn Knuddelmuddel genannt. Weil es so knuddelig aussah. So, die letzte Runde war sogar die schnellste, trotz nachlassender Reifen. Okay, was war denn das? Als ob ich einen Stoß bekommen hätte. Vielleicht habe ich jemanden abgeknallt. Aus Versehen. So. Rennen zu Ende, nochmal eine schnellste Runde aufgestellt. Vorne ein bisschen bescheuert, habe ich das Gefühl.
Jetzt kann ich mal wieder warten, bis alle im Ziel sind. Bei dem wird es ja wahrscheinlich am schnellsten gehen, aber er muss noch eine Runde zurücklegen. Das dauert noch mal fast eine Minute. Ich werde im Endeffekt wieder mal so 1 Minute 15 herum Vorsprung haben. Ich habe also schon über 70 Sekunden Vorsprung. Und immer noch am nächsten, bis er ins Ziel kommt. Es dürfte bald der Fall sein. Ja, der Fisch kommt auf die Zielgerade. 5:19:24. Also schon fast 1,5 Minuten Rückstand. Auf dem Besten. Der Weltwagen, ich habe den Balkenhausen, also X5, der steht fast still unter Wasser. Das Feld hat sich extremst gestreckt und nein, ich kann das nicht abbrechen. Ich muss warten, bis die alle ins Ziel gekommen sind. Jetzt ist endlich der vierte ins Ziel gekommen, über 2 Minuten Rückstand. Auch der Lastwagen bereits im Rauchen. Das Rennen ist fertig und jetzt gibt es endlich mal für 7 Fahrerpunkte. Das dürfte es für 7 Fahrerpunkte geben. Genau, weil es sind diesmal alle in einem gewissen Zeitraum ins Ziel gekommen. Okay, von Mesprika, von Falkenhausen, dem Alpine. Dann haben wir den XJR9, den Hammer und diesen Citroën. Ich habe jetzt 7 Punkte Vorsprung, das heißt, ein 7. Platz würde mir schon reichen. Auf den Rest gehen wir nicht mehr ein. Ach, es gibt noch eine 6. Runde. Okay. Das habe ich mir sogar schon fast gedacht. Ups. Jetzt kommen wieder die Superlaufreifen drauf. Die Schieß kann ich weglassen. Die Schrägpropeller wird durch den LW-Dämpfer ersetzen. Und die Flügel der Athena. Eine gute Investition. Jetzt geht's in Runde 6. Ich sollte auf Toilette. Jetzt wieder. Ist irre, manchmal meldet es sich, manchmal nicht. Das ist das letzte Rennen. Das hört man von der Musik. Warum am Flügel drauf? Ihr werdet es gleich sehen. Darum. Sehr praktisch. Sehr, sehr praktisch. Und wie ihr seht, ich brauche gar kein super starkes Chassis. Ich mache so wenig Unfälle. Da kann ich gut auch mit einem leichten Chassis trumpfen. Vorsprung ist nicht allzu groß. Liegt auch wegen der begrenzten Möglichkeit zum Tunen.
8 Sekunden einer Runde aufgerechnet dürfte das gegen einen, der auf die 35 und 40 Sekunden kommt. Und das Zeug bin ich selbst mit den Flügeln, bin ich nicht der Frontfeld gezeigt, wie man merkt. Ich fliege nur ganz leicht darüber. Damit geht es in die dritte Runde. Danach werde ich erst den Boxenstopp einlegen. In der nächsten Runde. Dann wieder mal den Lastwagen. Ich fliege immer tiefer. Und so langsam gehen die Reifen wirklich ans Ende und ich habe das Gefühl, ich dürfte mehr herum, als ob ich Kurven fahre. Das merkt man zwar gar nicht, weil ich so wenig lenke, aber es fällt schon auf. Das schiebe ich jetzt nicht auf die Reifen. Weil es waren nicht die Reifen, es war ich selber. So, rein in die Box. Und jetzt geht's mit frischen Reifen vorwärts. Das sind leider schon die haltbarsten Reifen, die man kaufen kann. Viel haltbarer geht es nicht. Für so viel Haftung. Sei dazu noch gesagt. So, es beginnt die letzte Runde. Jetzt. War ja nie. Toyota ist eingeholt. Es hat sich gerade Glück. Hier auch. Das ist gut zu gehen, als ich wieder geflüchtet bin. Wieder sehr. Geht eben wieder sehr schnell. Ich weiß, ihr wollt das nicht hören, aber es ist. Halt einfach so. Das Rennen ist beendet, leider nicht mit einer schnellsten Runde zum Schluss. Sehr schade, aber ist halt so. Ich halt einfach fahren, bis sie ins Ziel gekommen sind. Alpine ist wieder festgesteckt. Sind sie alle? Ach, der zweite ist schon mal ins Ziel gekommen. Der dritte und der vierte auch. Der fünfte auch. Das ist noch gleich der sechste. Der Kriterium. Okay, es ist endlich durch. Ich gerne. So, das Rennen ist so verlaufen. Jellica vor Esprit Car von Survival King. Der Waldenhausen ist nur Vierter geworden. Fünfter Closed Rear C und Sechster Criterium 7. Damit kommen wir zu Punkten.
ich habe mit 42 Punkten gewonnen, also mit klarem Abstand. Falkenhausen 28 hat 10 Punkte weniger. Esplikat 27 Punkte, ein guter Schlussrun. Close Wheels D sehr konstant, hat immer fast immer Punkte geholt. Survival King mit 17 Punkten auch sehr konstant. Criterium 7, der ist sehr inkonstant gewesen, hat nur selten Punkte geholt. Hydro Champ hat seine Chancen genutzt, wenn er sie gehabt hat. Und Continental Drift hat eine einmalige Chance, die hat er gut ausgemünzt. Es gibt 3000 G. Und wir kommen zur Siegerehrung. Ihr seht, die anderen sind lackiert worden. Das werden sie nur für dieses eine Podium hier. Und die wurden auf der AG-Strecke. Auf der GP-Strecke, auf der AG-Strecke, wenn mich frei liegt. Und damit müsste ich noch einen Wagen gewinnen. Eine Karosserie gewonnen haben. Ja, genau. Und dazu. So, und jetzt mache ich kurz eine Pause, weil jetzt hat sich das Gefühl wieder zurückgemeldet.